Wir sind auf der Insel Langkawi, der schönsten Insel von Malaysia, und wir müssen ehrlich sagen, diese Insel hat uns jetzt echt überrascht. Und das zeigen wir euch jetzt in diesem Video. Langkawi ist eine Insel im Norden von Malaysia auf der Westküste, und man kann hier entweder mit der Fähre herkommen von Malaysia oder auch von Thailand einreisen mit der Fähre. Wir sind mit dem Flugzeug hier angereist, weil in Langkawi gibt es nämlich auch einen Flughafen. Und damit wir uns auf der Insel fortbewegen können, haben wir heute etwas ganz, ganz Neues. Und zwar haben wir uns das erste Mal auf unseren Reisen ein Auto gemietet. Das Ausleihen hat übrigens super einfach funktioniert, also es gibt auf der Insel genügend Autoverleiher, wo man sich eben auch Mopeds ausleihen kann, aber wir haben das ganz einfach über die Unterkunft gemacht. Sie hat ihren Kumpel angerufen und das kostet 20 Euro pro Tag, und der hat das hier dann heute hergebracht. Wir haben sogar einen Kindersitz dabei, was ich richtig gut finde. Ich hatte schon Angst, dass wir keinen Kindersitz bekommen und sie dann die ganze Zeit in der Hand halten müssen, aber der ist zum Glück auch dabei. Und das Auto ist total neu. Also falls ihr unsere Videos von Kroatien kennt, dann wisst ihr, wir haben zu Hause nicht so ein modernes Auto, und deshalb richtig cool, mit dem jetzt zu fahren. Die größte Hürde wird jetzt werden, mit dem Auto zu fahren, weil es ist nämlich hier alles zeitverkehrt, weil in Malaysia Linksverkehr herrscht. Und ich darf jetzt die erste Ausfahrt machen. Also auch wenn man hier im Auto schaut, dann ist alles seitenverkehrt. Also links ist der Ganghebel, sind die Scheibenwischer links statt rechts, wie bei uns zu Hause. Und Bier sitzt natürlich auch auf der rechten Seite. Also das wird jetzt richtig spannend werden. Ich bin nur froh, dass Automatikschaltung ist, und dann muss man sich die ganze Zeit herumschalten. Also ich bin ehrlich gesagt schon jetzt sehr nervös, weil ich bin noch nie links gefahren. Außer mit dem Moped, aber das ist irgendwie ganz anders, glaube ich. So, dann Start. Und gleich mal die Klima ein. So, Spiegel. Oh Gott. So, und jetzt lege los, oder wie? Dann geht's los. Bist du bereit? Ja. Masi, bist du bereit? Sie ist auch bereit. Links muss ich fahren. Ausgepackt. Oh. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich fahren muss. Du musst jedenfalls rechts. Rechts ist da. So, und ich muss auf der linken Seite. So, also blinken. Wuhu! Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass auf der linken Seite fahren so das ungewöhnlich ist. Was mir schon auffällt, ich schaue die ganze Zeit rechts nach oben zum Rückspiegel und nicht links in die Mitte. Falls ihr euch übrigens fragt, warum ich fahre und nicht Patrick, weil wenn wir zum Beispiel einen Roller ausleihen, ist ja immer er gefahren. Er hat gemeint, da es meine Idee war, ein Auto auszuleihen, muss ich auch die erste Fahrt machen. Deswegen fahre ich. Also das Fahren funktioniert ganz gut, und ich bin wirklich sehr froh, dass Automatikschaltung ist. Und das Einzige, was übrigens nicht zeitenverkehrt ist, ist das Gas- und das Bremspedal. Das kann man auch mit dem rechten Fuß bedienen, so wie zu Hause. Angekommen. Ja, toll. Also erste Autofahrt mit Linksverkehr hat jetzt echt super geklappt. Ein paar Mal habe ich den Scheibenwischer statt dem Blinker erwischt, aber sonst echt gut. Mathilda hat jetzt auch geschlafen und ist jetzt auch fit und ausgeruht wieder. Wir sind hierher gefahren zum Cable Cab, also zur Gondel, die zu einem extrem hohen Punkt hier in Langkawi führt. Von da oben soll man dann einen herrlichen Ausblick auf die Insel haben. Und es soll eine Sky Bridge geben, also eine ganz hohe Brücke, wo einem sogar schwindelig werden kann angeblich. Also wir sind schon sehr gespannt, was uns da erwartet. Hier ist allerdings gerade die Kleine stillen gegangen, und ich werde in der Zwischenzeit ein paar Chips kaufen. Weil hier in Malaysia gibt es Chips nicht nur mit Paprika- oder Chili-Geschmack, sondern zum Beispiel mit Krabbengeschmack, mit Fischgeschmack, mit Hähnchengeschmack, mit Tintenfisch habe ich früher gesehen, und das werde ich jetzt kaufen, und dann bin ich gespannt, wie das Bier schmeckt. Kartoffelfisch! Tintenfischchips! Also bin ich jetzt echt gespannt, wie die schmecken, weil von Tintenfisch bin ich zum Beispiel jetzt überhaupt kein Fan. Also die riechen eigentlich ein bisschen wie Fischfutter. Also außen haben sie jetzt irgendwie so eine Karamellschicht oder so, deshalb schmeckt sie ein bisschen süß. Sie schmecken jetzt überhaupt nicht nach Tintenfisch, aber sie haben jetzt also grundsätzlich nicht so einen intensiven Geschmack. Also ehrlich gesagt, nach Hähnchen schmecken die jetzt nicht, aber sie sind süß und salzig gleichzeitig und schmecken richtig genial. Ja, wir haben gerade jetzt ein kleines Problem, weil man darf keinen Kinderwagen mit draufnehmen. Das wussten wir nicht, aber sie hat gemeint, wir können nochmal extra fragen. Vielleicht geht es ja doch. Leider nein, Kinderwagen sind nicht erlaubt. Das heißt, wir holen unsere Trage und mal schauen, ob es klappt damit.
praktisch, dass wir jetzt das Auto mit haben, dann sparen wir uns die 5 Euro für das Schließfach, wo wir den einsperren hätten können. Und dafür sind aber Rucksäcke ausnahmsweise erlaubt. Also was ziemlich witzig ist, es stand ja, wir dürften den Kinderwagen nicht mitnehmen aus Platzgründen in der Gondel. Wir haben jetzt eine ganze Gondel für uns alleine, was ziemlich cool ist. Also sind wir mit der Gondel jetzt schon ziemlich weit oben und hat ja eine geniale Aussicht. Ich bin richtig froh, dass wir keine Gondel mit einem Glasboden haben. Ich glaube, da wäre ich einiges nervöser. Wir sind jetzt bei der Mittelstation. Es gibt nämlich insgesamt 2 Gondeln hinauf bis zur Sky Bridge und auch hier hat man schon eine unglaubliche Aussicht auf die Insel. Die Gondel hier ist übrigens die längste mit einem Seil, die es weltweit überhaupt gibt, die freihängend ist und gleichzeitig die steilste Seilbahn der Welt. So, wir sind oben angekommen und Mathilda haben wir in die Trage gegeben. Zum Glück haben wir die heute mitgenommen. Es ist übrigens das erste Mal, dass wir jetzt die Trage verwenden, seitdem wir den Kinderwagen haben. Und jetzt geht's zur Sky Bridge. Ja. Also spätestens hier bei den Stufen hätte uns jetzt der Kinderwagen sowieso nichts mehr gebracht. Also der Weg hier geht ein paar Minuten, aber voll angenehm durch einen Wald durch. Es ist richtig kühl, weil wir halt viel höher sind. Also total angenehme Route jetzt zur Sky Bridge hinzugehen. Also es ist richtig cool, auf dem ganzen Gelände gibt es immer wieder so Fakten zur Sky Bridge und zu diesem Geopark, der hier ist. Also es ist der, was hast du jetzt gesagt? Die älteste Felsformation in Südostasien, der einzige Geopark, der aus Sandstein besteht. Oh. Und man darf die Affen nicht sehen. Wir sind jetzt bei der Sky Bridge angekommen, also dem Highlight von Langkawi. Das ist eine Brücke, die echt richtig hoch ist und wenn die Leute da so gehen und auch der Wind reinbläst, dann spürt man richtig, wie sich diese Brücke ein bisschen bewegt und von da vorne hat man jetzt gleich voll die gigantische Aussicht. Also die Aussicht von hier oben kann sich echt sehen lassen und wir haben richtiges Glück mit dem Wetter. Es ist nicht bewölkt heute und man sieht hier in beide Richtungen einfach extrem weit. Und es geht hier oben auch so angenehm der Wind, dass es nicht zu heiß ist. Aber das heißt, es ist gefährlich für einen Sonnenbrand. Also heute haben wir ziemlich viele Rekorde gebrochen. Wir sind über die längste kurvige Hängebrücke der Welt gegangen mit 125 Metern. Wir waren mit 42 Grad in der steilsten Gondel der Welt, mit 950 Metern auf der längsten freihängenden Gondel der Welt und im einzigen Geopark, der aus Sandstein besteht. Na, wenn das mal kein Grund ist, nach Langkawi zu kommen. Der Besuch der Sky Bridge ist jedenfalls ein Ausflug, der sich lohnt. Also mir hat es extrem gut gefallen. Es sind noch 2 andere Sachen dabei. Ein 3D-Trickart-Museum und ein Sky Dome, was auch immer das jetzt ist. Und wir schauen uns jetzt beides noch an. Also Sky Rex ist so ein 4D-Kino, wo man so durch eine Dinosaurierwelt fährt und wo es einen so hin und her ruckelt. War ganz cool, finde ich. Also der Sky Dome, den ich mir gerade angesehen habe, das war jetzt eher für die ganz, ganz Kleinen. Eine 3D-Comic-Verfilmung, wo Langkawi von Kometen bedroht wird und dann ein Energiestein gesucht werden muss mit so einem so Superhelden. War ganz, ganz süß. Also wer mit Kindern hier ist, die werden sicher eine Freude haben. Also wir sind ja wirklich keine Reise-Neulinge. Und wir schaffen es einfach nicht, so wie heute. Ist klar, es ist heiß. Richtig heiß. Und wir nehmen uns vor, wir fahren um 8 Uhr weg. Wir fahren um 10 Uhr weg, wir sind um 12 Uhr zur heißesten Zeit oben auf dem Hügel. Na, das haben wir erst in die Gondel eingestiegen. Wieso? Wieso schaffen wir es nicht, das erste da zu sein, aufzufahren? Nur wie wir es in unserem Kopf ist, um 12 Uhr sind wir wieder zurück. Das ist nichts, die Schuld von der Mathilda. Jetzt ist 16:30 Uhr, wir sind noch immer da. Und es ist nicht ihr Schuld, aber sie da drin hat sie lieb schlafen gehabt. Bereit fürs Flachers 3D Art Museum in Malaysia. Wir waren schon einmal in einem 3D-Trickart-Museum, und zwar auch in Georgetown hier in Malaysia.
Allerdings war das viel, viel kleiner. Das hier ist echt extrem groß mit riesigen Sälen. Sieht echt richtig gut aus. Also wer das nicht kennt, ein 3D-Trickart-Museum, da sind halt überall diese Bilder aufgezeichnet. Und durch optische Täuschungen sieht es da von einem gewissen Punkt halt so aus, als wäre man mitten im Bild drin. Und das hier ist das größte von Malaysia und soll angeblich mit den größten der Welt mithalten können. Also wir sind jetzt hier eigentlich reingegangen, weil wir dann sagten, okay, ist eh dabei beim Preis, aber es gefällt uns hier wirklich gut. Es gibt immer wieder nächste Zonen und hier ist jetzt ein Vorhang. Wir sind schon gespannt, was sich hier durch diesen Vorhang verbirgt. Das sieht aber echt cool aus. Richtig cool. Also keine Ahnung, ob das jetzt auf der Kamera so rüberkommt, aber was hier ist die geilste optische Täuschung, die ich jemals gesehen habe. Wenn man hier davor steht, also hin und her schwenkt, dann bewegt sich einfach diese Häuserfront. Das sieht so genial aus. Also hier bei der Gondelstation kann man definitiv noch mehr machen, als nur zur Skybridge raufzufahren. Das ist hier so wie ein Erlebnispark eigentlich. Das nennt sich auch Oriental Village. Und hier kann man noch viel mehr machen. Hier gibt es zum Beispiel auch noch ein Selfie-Museum, es gibt noch einen Zoo. Also hier kann man locker einen ganzen Tag verbringen. Willkommen zu einem neuen Tag. Wir haben uns gestern sowas von verschätzt, wie lange wir dort brauchen werden bei der Sky Bridge, also bei dem ganzen Vergnügungserlebnispark. Also wir haben uns, glaube ich, noch nie so sehr verschätzt wie gestern, deshalb machen wir die restlichen Sachen heute. Das ist übrigens unsere Unterkunft. Wir sind hier in Bandai Denga im NR-Motel und wir haben hier sogar einen kleinen Pool dabei. Die Familie ist total nett und wir haben ein kleines Zimmer und jetzt geht's ab zum Frühstück. Wir machen uns jetzt zu Fuß auf zum Restaurant, wo wir frühstücken. Und hier oben sind ein paar Fake-Schlangen angebracht, weil in der Früh sieht man immer die Affen herumgehen. Und weil das Seil hier so dünn ist, haben sie hier diese Schlange angebracht, damit die Affen eine andere Route wählen, weil ansonsten immer das WLAN ausgefallen ist. Wir sind jetzt hier beim Hafe Hut. Hier gibt es Frühstück und Mittagessen, teilweise um 2-3 Euro. Und die Atmosphäre finden wir hier richtig gemütlich. Wir sind jetzt ein bisschen weiter nördlicher in Bandai Senang. Wir haben unsere Unterkunft ja in Bandai Denga, das ist aber gleich nebenan von Bandai Senang. In Bandai Denga ist es ein bisschen ruhiger, es gibt nicht so viele Restaurants, nicht so viele Einkaufsmöglichkeiten, aber innerhalb von 10-15 Minuten zu Fuß ist man hier in Bandai Senang, was das touristische Zentrum von Langkawi ist. Obwohl der Strand hier das touristische Zentrum von Langkawi ist, müssen wir echt sagen, es kommt uns richtig ruhig vor, also es sind nicht so viele Leute und man kann hier auch einige Wassersportarten machen, man kann sich Liegen mieten und ja, so was man halt gewohnt ist von so touristischen Zentren. Und auf der anderen Seite hier gibt es einen Felsen und dahinter beginnt gleich der Bandai Tenang, wo eben unsere Unterkunft da ist. Richtig gut hier bei diesem Strand ist, dass es auch ein paar Palmen und Bäume gibt, wo man sich im Schatten gemütlich machen kann. Ich glaube, man kann auch an den Liegen erkennen, dass der Strand hier ziemlich ruhig ist. So wie hier stehen 10 Liegen und dazwischen ist doch relativ viel Platz und dann kommt ganz lange nichts und da oben dann wieder ein paar Liegen. Also hier ist, glaube ich, selbst wenn viel los ist und obwohl es das touristische Zentrum ist, ein ziemlich ruhiger, entspannter Strand. Leider gibt es auch hier aktuell die Warnung, dass man vor den Quallen aufpassen muss. Sogar mit einer ziemlich verstörenden Grafik, wie ich finde. Und es steht halt, dass wenn man gestochen wird, das halt extrem wehtut. Hier in Bandai Senang gibt es auch einige Souvenirläden und auch viel mehr Restaurants als in Bandai Denga. Und es gibt auch einige Duty-Free-Shops, weil Langkawi hat nämlich in den 80er Jahren den Duty-Free-Status erhalten, unter anderem um den Tourismus hier auf der Insel zu fördern. Also hier bekommt man jetzt ganz günstig Alkohol, Parfum, Schokolade und vieles mehr. Wir sind jetzt raufgefahren in den Norden zum Tanjung Ru Beach. Und also dieser Stadt, seht euch das mal an, ewig weit, fast nichts los. Also richtig herrlich, der ist auch bekannt als einer der schönsten Strände von ganz Langkawi. Und wenn man sich das hier mal ansieht, also können wir gut verstehen. Also es geht hier hinten zwar noch ewig weiter, aber es wurde uns gerade gesagt, wir dürfen da nicht weitergehen, weil das private Bereich ist. Aber auch hier eben, also ich glaube, man findet hier genug Platz.
Malaysia ist ein muslimisches Land und bis vorgestern war Ramadan. Und nach dem Ramadan feiern die Muslime ihr Zuckerfest. In Malaysia heißt Raya. Und deswegen ist hier auch zum Beispiel alles geschlossen. Allerdings, wenn hier geöffnet ist, dann kann man auch einige Touren machen. Man kann zum Beispiel Island Hopping auf benachbarte Inseln machen oder man kann hier eine Mangroventour machen, Vögel beobachten und vieles mehr. Es kommt uns hier auch echt richtig ruhig vor und das, obwohl eben gerade die Leute hier Ferien haben und angeblich auch recht viel auf der Insel los ist. Hi! Das ist die Vermieterin von unserer Unterkunft. Am Strand ist es übrigens immer eine kleine Herausforderung mit dem Kinderwagen. Also wenn der Sand ein bisschen nass ist, dann ist er eh fest genug, aber bleibt dann schon ganz schön oft stecken. Also wir dachten ja jetzt auch, dass wir hier noch ewig weit hinaufgehen können. Deswegen haben wir den Kinderwagen überhaupt jetzt mitgenommen zum Strand. Aber eigentlich hätten wir den jetzt gar nicht gebraucht. Also es ist hier gerade sowas von gemütlich hier zu sitzen. Es ist hier so eine ruhige Atmosphäre. Dort hinten auf diesem Platz lassen ein paar die Drachen steigen, weil es beginnt nämlich ein angenehm kühler Wind. Und hier einfach das Meeresrauschen. Es fahren zwar ein paar Jetskis herum, aber das stört eigentlich überhaupt nicht. Es ist so einfach richtig eine gemütliche Atmosphäre gerade. Ich wollte gerade ins Wasser gehen und schauen, ob wir alle drei gemeinsam hineingehen können. Allerdings habe ich dann beim Reingehen gleich gesehen eine Qualle und ich hatte in Phuket schon eine Erfahrung damit und das war echt nicht angenehm. Also haben wir jetzt gesagt, wir gehen nicht ins Wasser und die Einheimischen jetzt gerade, die haben sich einen Sack geholt und fangen die Qualle jetzt ein. Was, sie fangen die Qualle ein oder was? Ja. Also ich hatte früher eine ganz kleine gesehen, aber die welche, die hier rausgefischt haben, die ist wirklich gigantisch groß. Also würde ich jetzt nicht ins Wasser gehen, weil die Quallen hier sind nämlich auch ziemlich gefährlich. Sie ist echt richtig riesig. Also hatten wir richtiges Glück, dass du die Quallen gesehen hast, weil ich war einfach reingegangen. Wir haben gerade gesehen, dass die Einheimischen jetzt eher unbeeindruckt waren und die Quallen sogar wieder ins Wasser gegeben haben. Ich habe jetzt ihn gefragt und er hat gemeint, ja, die Quallenart, die ist zwar unangenehm und brennt, wenn man sie auf die Haut kriegt, aber nicht tödlich. Und da sie noch gelebt hat, wirft er sie wieder ins Meer, weil er möchte sie ja nicht umbringen. Also wir gehen jetzt trotzdem nicht mehr ins Wasser, weil ich bin einmal von einer Qualle gestreift worden, als ich ein Kind war. Und glaubt mir, das hat echt richtig scheiße wie getan. Ich habe hier sogar noch eine Narbe, wenn ich mich rasiere. Das war, glaube ich, sogar eine extrem giftige, oder? Ja, ich hatte ziemliches Glück. Aber deswegen, ich gehe nicht ins Wasser. Ich auch nicht. Mathilda, möchtest du ins Wasser gehen? Sie geht auch nicht. Also hier zum Sonnenuntergang herzukommen, ist eine richtig gute Idee. Und man sieht auch eben die Einheimischen. Auch die Einheimischen kommen hier gern her und machen dann ein Picknick, so wie unsere Vermieterin zum Beispiel. Und man hat hier dann vom Strand aus auch so einzelne kleine Inseln im Blick. Und es ist einfach schön hier zum Sonnenuntergang. Ihr verwirrt es wieder hinten, ganz schön. Ich weiß nicht. Immer noch, wir machen eine nette Aufnahme von uns beide. Doch, findest du es nicht nett? Ich bin die Mathilde, ich bin im Flugzeug! Wir sind jetzt hier nachher zum Nachtmarkt gefahren, der ist auf Langkawi jeden Tag woanders. Und heute praktischerweise ist er genau in Panchunru, also war es genau nur 2 Minuten weg vom Strand. Und hier holen wir uns jetzt noch ein Abendessen. Es ist ein ganz kleiner einheimischer Essensmarkt mit ein paar Ständen, wo es einheimische Gerichte gibt. Es gibt hier auch ein bisschen Kleidung und ein bisschen Obst. Aber im Großen und Ganzen geht es hier um Essen und das ist genau das Richtige, was wir jetzt gebraucht haben. Wir haben uns nämlich eine Kleinigkeit noch geholt. Und zwar so einen panierten Händelspieß mit einer scharfen Soße. Und Käse. Boah, geil. Also uns hat Langkawi echt positiv überrascht. Wir dachten halt, dass hier viel mehr los sein wird. Aber es war eine total ruhige Atmosphäre. Und wir sind jetzt hier im April zur Orientierung. Also es ist gerade Trockenzeit. Man kann hier normalerweise auch ein paar Wasserfälle besuchen. Allerdings haben wir gestern von der Gondel aus einen der Wasserfälle gesehen und da gibt es halt jetzt gerade kein Wasser. Aber auch Wasserfälle gibt es noch ein paar in der Regenzeit anzusehen, falls ihr hier sein solltet.
Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen nach oben hier, abonniert unseren Kanal und seid damit beim nächsten Video wieder mit dabei. Tschüss! Tschüss. Kroatien Autos kennen, Kroatien Videos. Skycap, Skycap, Sky, Sky, Sky. Ja, aber ich weiß nicht, wie sie schmecken. Mama. Und man halt sieht hier eben. Hier in Pantai Denga gibt es auch einige Souvenirläden und auch viel mehr Reste. Ah, Pantai Senang. Das war die Fische. Du gehörst durcheinander. Essen wir jetzt noch eine Kleinigkeit. So.